Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu Roblox, aber wir spielen Minecraft, also Minecraft in Roblox. Total verrückt, habe ich auch noch nie gesehen, aber Hallihallöchen erstmal und hallo Thomas. Hallöchen und nein, Leute, eigentlich will Patrick euch gerade triggern. In echt haben wir uns jetzt überlegt, Minecraft hier auf den Kanal zu machen. Nee, das stimmt nicht, Leute. Ja, das stimmt nicht, das ist eine Lüge. Wir spielen wirklich. Ihr wisst doch Bescheid, die tägliche Ladung Roblox. Das ist wiederum wahr. Leute, wir spielen tatsächlich hier Minecraft. Das Wasser ist irgendwie noch ein bisschen komisch, aber das Spiel heißt hier Mineverse. Kann ich die eigentlich da hinten töten? Geht das? Hier Werker und die andere. Oh mein Gott, die haben auch Schwerter. Oh nein, die haben mich getötet. Oh echt? Mein Gott, ja. Ja, oh mein krass, Gott, da müssen wir uns irgendwas bauen und so. Oh, der hat mich getötet, weil ich habe die angegriffen. Das hat dem wohl nicht so gefallen. Ja, man kann hier craften, man kann ganz normal in Minen gehen. Ich habe schon wieder zwei Herzen verloren, läuft. Okay, hier sehen wir zum Beispiel Holz. Das heißt, Holz? Ich sehe kein Holz. Bäume meinte ich. Hey, siehst du hier Holz? Ja, ich denke mal, hier müsste irgendwo Holz sein. Da ja, hier war mal Holz, glaube ich, irgendwie. Ja, also hier ist auf jeden Fall ein bisschen Holz. Das sehe ich gerade. So, das heißt, hier habe ich einen Holzplanken. Und das Lustige ist, ich kann sogar craften hier. Also, die Frage ist sowieso, warum man Roblox in Minecraft andersrum. Minecraft in Roblox spielt. Aber hier sieht man auch meinen Skin. Mega lustig gemacht. So, das heißt, ich kann jetzt hier craften. Zack. Hier ist die Workbench. Platziere ich mal. Und ich würde sagen, ich mache mir erstmal zuallererst ein Schwert, damit, falls jemand kommt, dass ich auch angreifen kann, ne? Würde ich sagen. Das klingt sinnig, hör mal. So, sprinten kann ich auch. Ich kann mit, was war das für eine Taste? Ich glaube mit F die Render Distance verändern. Eigentlich sollte das gehen, aber es funktioniert gerade komischerweise nicht. So, und wir schauen uns mal ganz kurz um. Dort hinten sehe ich auf jeden Fall andere Spieler. Da würde ich jetzt erstmal nicht hingehen, weil die uns wahrscheinlich noch aktuell sehr, sehr schnell töten könnten. Aber wir können ja auch theoretisch in die Mine gehen. Und wenn wir in die Mine gehen, dann können wir uns da Holz holen. Wahrscheinlich Holz. Diamanten holen und sowas. Und auch nochmal kurz, Leute, als Beweis, wenn ich ESC drücke, seht ihr, das hier ist das Roblox-Menü, ne? Also nochmal der Beweis, dass wir tatsächlich Roblox spielen, weil ich kann mir gut vorstellen, dass einige sich denken, ey, das sieht wirklich 1:1 aus wie Minecraft. Und ja, es sieht wirklich 1:1 aus wie Minecraft. Das ist ja das Komische an der ganzen Sache. Aber, Leute, es ist tatsächlich Roblox. Oh mein Gott. Wie komme ich hier aus der Workbench? Oh mein Gott, ich habe sie kaputt gemacht. Aus dem Menü raus? Oh mein Gott. Da war eine mit E. Da war eine andere Spielerin, ich habe die umgehauen mit dem Schwert. So, ach nein, hast du das Schwert direkt genutzt, oder ja, was? Ja, genau. So, da hinten sehe ich auch einen. Den verkloppe ich jetzt auch. Wir müssen uns hier ein bisschen Respekt verschaffen, Thomas, ne? Respekt verschaffen? Ich sollte mir erstmal ein bisschen Holz verschaffen. Der sieht mich nicht, der sieht mich nicht. Der macht hier gerade eine Tür. Und oh mein Gott, er sieht mich nicht. Oh mein Gott, er hat ein Eisenschwert. Oh nein! Ich hab ihn, jawohl. Der wird sich aufregen, Leute, der wird sich aufregen. Oh mein Gott, ich habe jetzt ein Eisenschwert, eine Eisenspitzhacke, jede Menge Holz. Also es geht voran. Die direkt alles verloren? Ja, die verlieren alle Sachen. Alter, die werden sich aufregen. Haben die was in den Chat geschrieben? Ich weiß gar nicht. Noch? Oh, doch, da ist was drin. Ich weiß jetzt nicht, ob die das waren. Warte. Nee, ich kann es auch gerade nicht lesen. Ja, man kann dann irgendwie ein bisschen schlecht nach oben klicken, aber ich sehe auf jeden Fall nicht, dass die... Ich sehe da auch nichts. Ich sehe nicht, dass die was geschrieben haben. Okay, Thomas, dann würde ich sagen, ich kann dir ein bisschen Equipment abgeben. Ich habe die belehrt, ich habe denen gezeigt, wer hier das Sagen hat auf der Minecraft-Topia-Insel. Und jetzt sind wir ready, Thomas. Wo bist du denn? Jetzt sind wir ready. Ich bin in der Mine. Ich sammle gerade ein bisschen Stein, aber mir ist aufgefallen, dass ich natürlich ohne eine Spitzhacke keinen Stein bekomme. Oh mein Gott, ich hole mir einen Gegner hier. Oh mein Gott, ich hab ihn. Der nächste. Oh mein Gott, wer haben wir hier? Lukas Victor und zwei andere. So, Jungs, das war's mit euch. Das war's mit euch. Oh mein Gott. Die bauen das hier zu? Nee, Lukas. So, das war's mit euch beiden. Aber die hatten nichts. Die hatten nichts dabei. Okay. Ich würde sagen, ich baue mir erstmal hier mein Haus. Ich mach mir ein wunderschönes Haus hier, Thomas. Ja? Ja, ich mach. Wo bist du denn gerade? Neben so einem Steinturm. Achso, neben Stein, okay. So, ich mache einfach Folgendes, Leute. Ich nehme das Gebäude hier ein. Und zack, hier, ja. Boden ist noch ausbaufähig, aber passt. So, jetzt hier, zack. Brauchen wir Scheiben? Nee, wir brauchen keine Scheiben. Wird sowieso überbewertet, ne? So, zack, hier. Ey, ich werd abgeknallt. Ey, Kollege. Ja, jetzt guckt er doof aus den Socken, ne? Weg mit dir. Bam. Hab ihn getötet. So. Thomas, wir sind wieder sicher. Ah, da kommt der Nächste. Perfekt. Claudio.
Claudio, okay, Claudio geht weg. Gute Entscheidung. Thomas, hier, damit du dich verteidigen kannst, nimm das also, hier. Da kommt noch jemand. Warte. Oh mein Gott, warte. Ah ja, hier, nimm das hier, Thomas, nimm das hier und nimm das hier. Danke. So, jetzt hier. Die Danke. Dame, die Dame hier, die muss sehen, die haben wir kaputt, wer das Sagen hat. Die muss sehen, wer das Sagen hat. Ne, du hast hier kein Sagen. So, bam. Okay, die ist down. Die ist down. Keine Sorge, Thomas. So, ich hatte schon ein bisschen Angst, hör mal. Aber da ist noch an... Warte, wer ist das? Hier ist noch jemand. Da ist noch einer. Im grünen Pullover, aber der rennt so ein ja, bisschen... Lassen. Hier ist noch jemand. Lukas der will Victor. In unser Haus rein. Lukas, Victor, wenn die hier reinrennen, ist sie tot. Nee, okay. Die wollen in unser Haus rein, hör mal. Wir sollten vielleicht unser Haus ein bisschen anders konzipieren. Hier, Lukas, Victor, den machen wir kaputt, hör mal. Wir machen das, Thomas, folgendermaßen. Wir machen hier so, hier, dass wir hier hoch können. Kann man... Moment, ich mache mir jetzt nochmal so eine Workbench. Ja, Lukas, also, Victor... kommt. So, hab ihn. Ja. Alles ich gut. Hab ihn weggehauen. So, und hier ist noch jemand. Die machen wir kaputt. Doch nicht, wir lassen die ruhig in Ruhe. Okay, so. Ich platziere jetzt mal hier oben eine Workbench. So, und jetzt kann ich eigentlich auch Stufen machen. Kann ich Stufen craften? Ich kann tatsächlich Stufen craften. Wie verrückt ist das denn? Okay, ich kann sogar... Alter, das Craften ist sogar echt gut gemacht. Okay, ja? Dann nochmal, zack. Dann heißt... Wir machen es folgendermaßen, Thomas. Wir können hier hochgehen, siehst du, zack. Aber ich kann nicht hochlaufen. Ich muss trotzdem hochspringen. Ist also nur eine Trappe irgendwo, aber egal. Und jetzt machen wir Folgendes. Wir machen uns hier nochmal ein Holzgerüst. Moment. Das Gute ist natürlich... Also der Shader, der ist nicht so gut, hör mal, ne? Ja, das Gute ist, dass wir echt nichts... also ich musste zumindest hier nichts farmen. Das ist ganz gut natürlich, ne? So, zack, zack, zack. Hier oben machen wir so einen kleinen Block, würde ich sagen, hier. Okay, das brauchen wir eigentlich gar nicht, fällt mir gerade auf. So, zack, zack. So, jetzt geht hier sogar schon die Sonne unter, sehe ich, ne? Ja, ja. Krass, richtig gut nachgemacht. Also, Leute, wie gesagt, das Spiel ne, ist umsonst, wenn man sich Minecraft nicht leisten kann, dann spielt man halt jetzt Mineverse, weil, wie gesagt, ich frage mich echt, warum man Minecraft ja, in Roblox spielt. Also, verstehe ich nicht ganz. Ich finde es aber irgendwie auch cool, so für zwischendurch, wenn man da mal Bock drauf ist hat. Ist auf jeden ne? Fall mal eine, wie gesagt, eine Abwechslung. Wenn man das Spiel nicht hat, kann man das da zocken, ne? Ja, auf jeden Fall. Das machen wahrscheinlich auch die Leute, die kein Minecraft haben. Ja, zum Beispiel, ey, warum soll man sich Sachen immer direkt kaufen, wenn man die, sag ich mal, danach eh nicht spielt? Und so hat man eine gute Alternative. Das stimmt. So, Leute, ihr seht unser Haus, ja, gewöhnungsbedürftig, sagen wir es mal so. Was ich aber sehr doof finde, ist, dass wir jetzt hier keine Fackel... Ah, doch, ich habe eine Fackel, warte. Eine Fackel habe ich. Moment, wird es auch hell? Ja, ein bisschen hell haben wir es hier, ne? Oh, schick, hör mal. Ein bisschen soll ich mal hier den Boden ein bisschen ausheben? Wir könnten theoretisch, warte, hier machen wir mal Folgendes. Ich gehe mal ganz kurz hier nach oben. Zack, zack, ja, wo zack. Wo ist denn hier die Workbench? Ich habe die, glaube ich, mitgenommen. Moment, okay. Ich platziere sie nochmal hier. Zack. Und jetzt machen wir Folgendes, Leute. Zack, da haben wir die Türen. Jawollek, okay. Wir machen jetzt... Au, jetzt bin ich runtergeflogen. Die Tür wollte ich eigentlich gar nicht platzieren, aber egal. Kann ich die Tür auch richtig platzieren oder sind immer die Türen nach rechts zentriert? Schauen wir nochmal nach. Nein, die sind immer falsch platziert, okay. So. Hier. So, jetzt müssen wir mal hier irgendwie auch einen schönen Boden gleich reinhauen, ne? Ja, das wäre auch nicht verkehrt, da hast du recht. Wir können ja auch theoretisch, Moment, ich nehme mal ganz kurz hier den Ofen, platziere den Ofen hier hin. Oh, das wollte ich gar nicht. Mann, ich drücke immer ESC, das ist ein bisschen falsch von mir. Und jetzt kann ich ja theoretisch auch Holz hier reinpacken in den Ofen. Ich habe auch Kohle, lol. Ich habe ja Kohle, ich habe alles, ich habe mir wirklich alles geklaut, Leute. Ich bin ein richtiger Rabauke. Jetzt kann ich nämlich hier auch Sand schmelzen, oder geht das? Ja, es geht tatsächlich, Leute. Und nein. Dann, guck mal, selbst die Textur vom Ofen hat sich verändert. Oh mein Gott, die sind zurück, die sind zurück. Ey, sind weg, weg, zurück. Weg, komm, weg. Stress. Stress. Und Attacke. Okay, da sind sie down, der erste Attacke. Kollege. Und der andere? Kollege. Guck mal, der rennt schon weg, der hat schon Angst. Ja, ja, so muss es sein, so muss es ja, sein. Hier Mann, wird nicht Respekt verschafft. Hier wird hier nicht rumgespaßt mit uns hier, ne? So, ich besorg grad ein paar Steine für den Boden. Ich baue die hier einfach ab beim Nachbarn. Hier wohnt ja, glaube ich, keiner Glas mehr, oder? Kann ich der nicht ist abbauen. Ausgezogen, der Klaus, oder? Ehrlich? Ja, ich glaube, Klaus ist ausgezogen hier. Okay, ja, dann ist oder er oder der weg. Wurde bekämpft von dem Creeper. Das kann auch sein, ne? Man weiß ja, es nicht. Ja, mal, die Creeper, die habe ich jetzt zwar noch nicht gesehen, aber die kommen bestimmt noch. Die lauern hier. Kann ich denn hier auch so Slabs machen? Moment, guck mal. Nee, Slabs gehen tatsächlich nicht. Okay, gibt halt nicht alle Sachen, ne? Aber die Waffen, die werden auch nicht vom Schaden her reduziert, oder? Sehe ich das nee, falsch? Nee, also jetzt nicht, dass ich wüsste. Ja, genau, genau. Also man kann die dauerhaft benutzen eigentlich. Genau, das sollte okay, möglich okay, sein. Okay, dann habe ich das auch richtig gesehen. So, okay. So.
Ich habe jetzt auf jeden Fall Steine geholt für unser Haus. Mhm. Und ach, du hast den Boden schon verlegt. Oh. Ich habe den Boden verlegt. So, habe jetzt sogar so eine Glasscheibe reingehauen. Die guckt mich schon wieder so komisch an. Ey, nix hier. Kein Frieden. Hier gibt's keinen Frieden. Nicht mit uns. So. Okay, wir haben jetzt hier so eine wunderschöne Glasscheibe. Das heißt, man kann jetzt hier sogar durchschauen. Also, ich sag mal so, das Haus ist nicht verkehrt, ne? Ist nicht verkehrt, hör mal. Du redest doch nicht mal schlechter, als sie sind. Das ist unser Haus, hör mal. Das ist unfassbar schön, meinte ich natürlich. Da muss ich ja erstmal steigern. Und das ist das Beste, was ich jemals gesehen habe, meinte ich. Ich habe mich versprochen. Ja, ich wollte schon sagen. Aber Leute, ich würde sagen, eigentlich hier im Haus verabschieden wir uns. Ich denke mal, das ist so ein schöner Einblick hier in das Spiel gewesen. Ne, wenn ihr vielleicht einen zweiten Part haben wollt, dann lasst doch sehr, sehr gerne ein Like da. Abonniert den Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen. Die nähert sich nicht mehr, sondern die haut ab. Das gefällt mir. Die hat Angst, ne? Die hat Angst, oder? Oder? Ja, jetzt geht's. Komm, wir sind weg. Okay, Leute, ich würde sagen, das wär's gewesen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis morgen und ciao. Ciao.